Boah, da waren wieder ein paar Unterbrechungen dabei. Wir haben Viertel nach fünf. Höchste Zeit aufzustehen. Kaffee ist schon durch. Es regnet. Es ist noch stockdunkel draußen, ist ja klar. Ja. Ah, ist einfach dunkel, man sieht nichts. Stehen sechs Flüge an. Ich bin der einzige Pilot. Mal gucken, ob die den Helikopter heute hinkriegen, den zweiten. Für morgen. Das wäre ja sehr blöd, wenn morgen nur ein Helikopter zur Verfügung stünde. Dann kann nämlich nur ein Pilot fliegen an einem Holiday, wo man doppelt bezahlt wird. So ist Sonntag. Mein letzter Arbeitstag wahrscheinlich. Ich hoffe, ich muss heute keine Flüge absagen. Aber wer weiß. Oh, hab ich keinen Bock, Mann. Auf geht's. Bisschen später weggekommen als gehofft und geplant. Jetzt bin ich erst um 5 vor 7 da. Das liegt gut. Denn der erste Flug geht ja um 10 vor 8. Aber es sollte keinen Stau geben. Es gibt keinen Stau. Das Wetter wird auch besser. Da gibt es noch ein paar krasse Wolken, aber ich glaube, die ziehen alle vorbei, beziehungsweise lösen sich auf wegen der Sonne. Es ist schon ein bisschen windig, aber jetzt, ja, es wird doch wieder über 20 Knoten natürlich. Aber okay, es dürfte kein Problem sein. Ich bin mal gespannt, was mit dem anderen Helikopter los ist. Was sie tatsächlich für mehr als 2 Tage jetzt grounden. Das wundert mich doch sehr, denn die ganzen Helikopter, die normalerweise auf Maui fliegen, und das sind mindestens 4, da könnten sie uns noch einen davon rüberschicken, damit wir einen Ersatzhelikopter haben. Verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall hat der Präsident, habe ich ja gestern erwähnt, mal eine Mail rumgeschickt, ob wir denn nicht Vorschläge haben. Und da habe ich ein paar Vorschläge. Zum Beispiel einen Helikopter hier rüber schicken. Zum Beispiel die Nachmittagsflüge teurer machen, wie der Markus schon mehrfach vorgeschlagen hat, damit da nicht 5 Stunden Pausen sind. Das Groundpersonal, die Mechaniker, alle müssen bezahlt werden für einen Flug, der dann Minus macht. Die könnten da so viel ändern, um Geld zu sparen bzw. mehr Geld zu machen. Aber wenn die auf Vorschläge nicht hören, was bringt das dann, die zu machen? Naja, ich bin für mich einigermaßen wach. Leichte Schmerzen im Handgelenk. Aber gut, auf geht's. Das Wetter ist nicht so geil, wie ich dachte. Die Ridgeline, wo ich drüber muss, zur Westseite, ist blockiert mit Wolken. Und das sieht man durch die Kamera zwar nicht so krass, aber in Honolulu, da regnet es wie bescheuert gerade. Sieht aus, als würde dahinter eher schön sein. Naja, ich starte erst in einer knappen Stunde. Kann sich bis dahin nochmal verändern, aber jetzt fängt es auch hier an zu regnen. Also man erlebt ja doch wieder zwischendurch mal immer wieder was Neues, ne? Ich hatte einen Blag hinten auf dem Schoß seiner Mutter. Es war eine lange Tour, über eine Stunde. Durchgehend, ohne Pause, gebrüllt wie am Spieß. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also eine Noise Cancellation haben wir ja, ne? Und so weiter. Ey, das war eine Konzentrationsherausforderung. Alter Schwede. Boah, das war 4 Jahre alt und das konnte brüllen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. So, wir haben 8 Minuten nach 9. Mein nächster Flug ist um 10 nach 10. Ich versuche mal im nächsten Büro da jetzt mal was auszudrucken. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich befürchte nicht. Okay. Ich habe keinen Computer accessen können. Aber ich habe einen zweiten Drucker hier.
Ich habe den Drucker aus einem anderen Office einfach hier angeschlossen und das funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob das Druckbild gleich ist. Ich meine, das sind die gleichen Drucker, ne? Wir haben natürlich nur den neueren und besseren. Aber das sollte auf jeden Fall hinreichen. Es soll ja nur eine Kopie sein. So. Der druckt. Da bin ich sehr erleichtert. Muss ich nur alles wieder so zurückbauen, wie ich es vorgefunden habe. Ich konnte nicht zu Ende drucken. Rate mal, was passiert ist. Der schwarze Toner von dem Drucker ist jetzt auch alle. So viel habe ich gar nicht gedruckt. Naja. Da ist ein Flug weggefallen. Der 330er CIO ist weg. Das heißt, ich habe nur noch zwei Flüge. Drei hinter mir. Ich bin gerade in der Lunchpause. Ja, die haben auch keine Ersatzkartusche für den anderen Drucker. Oh, mein Rücken, Mann. Ist genau richtig Regen, genau über die Area, oder in der Area runtergekommen, wo die Wasserfälle sind. Das heißt, geil Wasser drin. So, jetzt fliege ich mit dem neuen Mechaniker. Und zwei Asiaten. Und danach kommt dann nur noch einer um 3:30. Morgen bin ich natürlich die Nummer 3 und fliege nicht. Aber es ist okay. Ich habe nämlich genau 3,1 Stunden weniger. Und wenn ich viermal fliegen komme, fliege heute, komme ich genau am Wesley vorbei. Na egal, habe ich morgen frei. Bis zum Checkride am Donnerstag. Was nicht das Verkehrteste ist, dann kann ich nämlich ein bisschen lernen. Sollte ich vielleicht. So, ich habe noch eine Lesson fertig gemacht hier. Das heißt, ich brauche nur noch eine. Und dann bin ich auch mit diesem komischen Training durch, was ich bis zum Ende des Jahres enden muss. So, ich fliege jetzt mit zwei Chinesen und dem Mechaniker. Die müssten gleich durch sein mit dem Safety Briefing. Wir haben 1:01. Das neue Wetter ist auch schon raus. Jetzt hole ich meine Clearance, gehe auf den Pott. Und dann geht's los. Und dann habe ich genau noch eine Stunde Zeit bis zum letzten Flug. Und da kann ich die letzte Lesson dann auch fertig machen. Nice. Muss ich mal checken, wenn ich zu Hause bin, wie viel ich noch ausdrucken muss. So viel kann es nicht mehr sein. Bunt ist es auch nicht. Von daher kann ich das eigentlich dann selber bezahlen bei Office Max. Auf geht's. Meine Rücken, Mann. So, das war's für heute. Noch eine lange Tour am Schluss. Mit diesen ganz drei komischen Gestalten. Aber das Witzigste ist passiert auf dem vorletzten Flug. Da hatte ich irgendein asiatisches Pärchen vorne sitzen und den Mechaniker hinten links. Und der hat irgendwann nach 10 Minuten erst, das ist ein Marine, weißt du, der ist einiges gewöhnt. Aber nach 10 Minuten fängt er an zu kotzen und hört den ganzen Flug über nicht auf. Und dann landen wir hier und dann joken wir around, ne? Und dann kotzt der weiter. Der hatte irgendwie Tacos oder sowas. Auf jeden Fall, eine halbe Stunde, Stunde vergeht, muss immer wieder kotzen. Ja, dann musste der Hauptmechaniker hier den nach Hause schicken, weil er sich einfach, der war nicht mehr arbeitsfähig. Unglaublich. Also so schlimm war es auch wieder nicht. Aber die Turns, das hätte ich nicht erwartet von so einem jungen Burschen. Helikoptermechaniker. Aber so war's. Unglaublich. Ich glaube, der fliegt nie wieder mit mir. Aber ich habe dem Mechaniker schon gesagt, der muss nochmal mit mir fliegen. Der muss so lange mit mir fliegen, bis er nicht mehr kotzt. Also, nach dem Flug mit mir. So, es geht nach Hause. Jetzt habe ich 5 Tage frei. Beziehungsweise 4 Tage. Beziehungsweise nur 3 Tage. Ich habe ja Donnerstag Checkride. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich noch frei. Bis dahin muss ich noch einiges lernen. So, gucken wir mal, ob es einen Briefumschlag gab. Denn Cash gab es heute 0. 5-mal geflogen. Ein Briefumschlag, $40. Das ist natürlich eher unter Average, ne? Und da ich heute nur insgesamt, ne, nicht heute, also da ich diesmal ja nur 2-mal fliege in meiner Work-Woche, kommt da jetzt auch nichts mehr rum. Das heißt, summa summarum waren das ja noch nicht mal $200 jetzt. Aber knapp, von daher alles gut.
So, ab geht's nach Hause um kurz vor 5. Und dann gibt's einen Smoothie und Entspannung. Und auf jeden Fall muss ich den Bauchtrainer mal wieder benutzen. Und ich muss auf jeden Fall den Rücken schotten. Gestern habe ich den Rücken geschottet, brachte gar nichts. Verstehe ich nicht. Es ist elendig warm. Mein Temperaturmessdingsbums zeigt 35 Grad. Und so fühlt sich's auch an. Duschen war ich. Smoothie und Eis gab es zum Abendessen. Neue Serie angefangen. Special Ops Lioness. Sieht ganz gut aus bisher. Es ist immer noch warm. 26,3 Grad hier. Morgen muss ich die Unterlagen sortieren und den Rest selber ausdrucken. Und dann bin ich ready, dir anzureichen. So, wir haben mittlerweile 20 vor 10. Ja, nichts mehr passiert. $40 Trinkgeld gab es heute in einem Briefumschlag, das war's. Weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ja. Ich mal gucken, was ich morgen mache, denn morgen ist ja Mann und Maus unterwegs. Alle haben frei, Geschäfte dicht. Wetter soll eigentlich okay werden. Vielleicht gehe ich mal irgendwo in die Drohne fliegen lassen. Weil natürlich überall elendig viele Leute unterwegs sind. Weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich auch mal angeln. Muss ich mal gucken. Okay. Ja, ich glaube, das war's für heute, ne? Passieren tut ja nichts mehr. Ja, normaler Arbeitstag. Lang. Aber nicht sehr ergiebig.